So. So, mach mal eine Pause. Ja, wenn das geht. Komm. Gut. Ups. Scheiße. Zum Partybildschirm. Controller zurücknehmen. So. Denn jetzt bin ich dran. Ja. Sozusagen, das ist Rick an der Reihe und wir haben es ja vorhin schon gepriesen. Die Rico-Passagen werden von Kean übernommen, wenn ich die von Zora übernehme. Also ich kann mich jetzt zurücklehnen. Ach scheiße, ich wollte noch... ich bin doch dran gekommen! Wie auch immer ich das geschafft habe. Upsala. Komm schneller. Ich versuche jetzt schnell durchzukommen, vielleicht kriege ich ja noch den A-Rang. Weil ich glaube, die jetzt besiegten Gegner und Sterne gehören da nicht mehr zu, gesammelte Sterne. Ich glaube ja, ich weiß nicht, wie das Kriterium nochmal war. Und du die Frage ab, mit an die Endbelohnung brauchen oder nicht? Benötigte Zeit erhalten. Doch, die Preise gehören dazu, okay. Okay, da haben wir wenigstens schon mal eine Welt weit mit A abgeschlossen. Am I in Traverse Town? My clothes have changed. Sora! Where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked. And then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. Aw, at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyne. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora? Now I have your attention. But unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Das bedeutet also, dass es hiervon eine Spiegelwelt gibt. Mhm. Und Sora sich in der in anderen Traverse Town befindet. Ja. Das heißt, wenn wir auf derselben Map sind, können wir uns trotzdem nicht begegnen. Ja. Interessant. Folge Joshua, wo ist Joshua denn? Joshua ist verjoscht. Der hat wohl... Der hat wohl keinen Bock mehr. Nicht wirklich, nein. Jetzt muss ich mich auch wieder umgewöhnen mit dem blödes Ding. Lass mich doch mal in Ruhe. Okay, das mit dem in Ruhe lassen funktioniert gerade nicht so gut. So, schlaf. Ich sollte... Gut, das hat nicht so gut funktioniert. Mhm.
ich muss mich ebenfalls auch erstmal dran gewöhnen. Ich mag dieses Kampfsystem gar nicht mit dem Menüs. Das wollte ich eigentlich so nicht, aber egal. Ja, das mit dem Menüs. Halt, das wird abgelehnt. Dran gelehnt er. Nennt er was anderes. Wie macht man das mit den Fässern nochmal? Dreieck und Kreis gleichzeitig. Ich saus jetzt einfach mal ein bisschen. Nein, das war... Scheiße, jetzt habe ich versehentlich... Das Problem mit den Realität von Dingen. Mhm. Funktionieren meistens nicht dann, wenn man es braucht. So, jetzt aber... Kabums! Oh, Abwehrwert erhöht. Wow! So. Jetzt bin ich aber langsam drinne. Mhm. Komm her! Ach, und die Truhen sind auch parallel weltabhängig. Zack. Also Sariko hat auch seine Scheiße. Eigenen Truhen. Das ist es halt, was ich meinte. Man sagen gewöhnt, dass man die mit Dreieck aktiviert. So, was haben wir denn hier? Ein Link-Portal. Leite diese Geister für eine Weile aus. Nein, nach einem gewissen Zeitraum. Das will ich nicht. Doch andere Portale, also nicht nur die Freundschaftsportale. Freundschaftsportale sind einfach im Endeffekt, man kann dann einfach Joshua, die Geister ausleihen. They being Dream Eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny, because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once, who said he never dreamed of anything. But it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as Dream Eaters, which can become great allies. Ah, jetzt darf ich da auch durchgehen, ey. Mhm. Als ob das nicht einmal schon reicht. Aha. So, okay. Nein. Ja, ist okay, will ich. Erschafft mir diesen Geist, bitte. Mamkomori, das ist ein richtig guter Name. Den habe ich mir gerade ausgedacht. Mhm. I got you now, Joshua! Hm? Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Beat. How many times do we have to go over this? You've been tricked by that rogue in the black coat. What? Black coats? But that's... I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just can it, alright? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! What? Ugh, man, not cool. Tutorial überspringen. Schalte den Traumfänger aus. Oh, man kann da nur dann einen drei dann gleich wählen. Auf Boden. Aha. Und zack! Huch, wie schnell ist er? Wo ist er denn hin, ey? Vor allem, wie schnell? Ja, die Rutschattacke wahrscheinlich. Ach ja, und zu den Kommandos, die kann man da nicht herstellen. Die müssen wir entweder finden oder kaufen. Aber sie konnten sie wenigstens noch herstellen. Aha. You know what? Forget it.
This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. Erinnert mich irgendwie an ein Team Skull-Mitglied. One person who matters. I know the feeling. Why am I suddenly so sleepy? Mit Riku passiert dasselbe wie mit Sora, was soll das? Ehrlich? Rückblende. Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light, a gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade, and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces, 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. So viele Glossareinträge. Aha. So, jetzt wird wieder gewechselt. Schärfe, Kontrolle übergeben und zack. Ist dran. Bitte, warte. Natürlich gehst du auf 10 überspringen zuallererst, ey. Ich hab wechselt jetzt länger. Where is he? They're both gone. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in league? That can't be right. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. Fragt sich, ob die beiden irgendwie in Verbindung stehen. Sollte sich lieber fragen, wer ist dieser Mann in Schwarz? Wir haben die doch alle platt gemacht. Ja, die sind doch eigentlich alle vernichtet worden. Gruppe ändern. Gut. Da will ich schon mal... wir können auf sie zugreifen, oder? So, wo... Einmal Plüschneck und wer hat den Dickschädel von denen? Oh Gott. Oh. Ach, du hast Dickschädel. Und den behalte ich doch, sobald ich Immunität habe, dann ist er dann auch weg. Also beziehungsweise für die Vita-Zauber will ich ihn auch noch weiterhin behalten. Habe ich keinen anderen, der die Sachen hat? Guck doch mal. Hab ihn gewusst. Anscheinend habe ich hier keinen anderen gehabt. Auf jeden Fall sind das so ein paar Viecher, die wir haben. Ja, auf jeden Fall um die Punkte können wir dann einfach meistens sehr lieber off-cam. Mhm. Ach, man kann nur 2 mitnehmen. Ah ja, der hat das gefunden. Ja, was ist das? Dein Geist scheint etwas bemerkt zu haben. Ja, hochspannend. Ja, die können uns auch auf...
Die können uns auch auf bestimmte Sachen aufmerksam machen. Nein, das kriegen ja auch alle drei Geister ja jede Punkte. Auch wenn jetzt bei mir jetzt einer davon nicht im Kampf mitspielt. Seine Fähigkeiten bleiben trotzdem für uns vorhanden. Ach ja, stimmt. Kommando wollte ich ja noch Vektorsturz reinnehmen. Neue Stufe, Glühschneck. So, da sieht man, die Truhe habe ich hier gerade mit Riku aufgehoben, allerdings nicht bei Sora. So, Kommandodeck. So, aber dafür... Gut, ich könnte jetzt auch Rutschattacke reinnehmen. Ja, die Sachen, die Chaos bei Sora auswählt, die sind auch bei Riku vorhanden. Die kann ich dann ebenfalls auswählen, die sind dann nicht blockiert. Dann nehme ich jetzt noch Schlaf dazu für Notfälle. Mhm. Also wenn man sie ausgewählt hat, dauern sie halt eine Zeit, bis sie aufgeladen sind. Also die haben auch verschiedene Cooldowns. Genauso wie Birth by Sleep. Ja. Das ist genauso. Und deshalb ist auch kein MP mehr. Ja. Sturz ist allerdings etwas ganz Neues. Magst du das mal kurz erklären? Ja. Okay, da war es doch X und Phi, also X und Kreis für das so ein. Ne, ich hab Kreis und Dreieck gedrückt. Okay. Auf jeden Fall Sturzanzeige repräsentiert sozusagen. Wie soll ich das jetzt genau erklären? Also er repräsentiert, wie lange wir jetzt zum Beispiel als Sora spielen können. Wenn die auf 0 unten ist, wird mir gezwungenermaßen dann changen. Ja, zu Riku. Okay. Das heißt, ab dann ist meine Runde dann. Allerdings gibt es auch Items, damit wir das ein bisschen verlangsamen können. Es gibt zum Beispiel zwei Items. Da haben wir einmal den Wecker, der reduziert sogar auch die Sturzquote, denn die Quote kann nämlich auch steigen, je nachdem, wenn... Ach, das hätte ich dann mal fassen, wenn es mal passieren sollte. Weil einige Gegner, die können halt auch den Rhythmus halt stören. Das Problem bei der Sturzanzeige ist folgendes. Egal wo man gerade ist, ist die Sturzanzeige 0, dann wird man geschmissen. Selbst beim Endboss, wenn man vielleicht ein Pixel vorm letzten Schlag ist, geht der Sturzanzeige auf 0, dann war's das. Dann hat man den Kampf nicht gewonnen und muss ihn dann nochmal machen, komplett. Ach Mist. Deshalb muss man das auch timen, wie man das alles angehen will. Ah, da haben wir jetzt ein Portal, ist das normal? Moment, ich kann mir machen, zuerst um euch. Ja, ich bin mir gerade nicht so wirklich sicher, was du vorhast eigentlich. Ich wollte nur schauen, ob das ein Kampfportal ist, dass ich es mal zeigen kann. Mäh. Ach, da unten sind noch welche. Ja. Okay. Da bist du gut in das Erdbeben gelandet. Wer kann dich es... Nein, dann wird es wahrscheinlich ein Freundschaftsportal sein. Das ist ein Link. Das ist ein Linkportal. Ich glaube, die Kampfportale hatten eine andere Farbe. Die hatten, glaube ich, auch einige Farben, aber die konnten nur dann erscheinen, wenn keine Gegner in der Nähe waren. Oh, die arme E-Mail. Ja. Da, wo du so mühsam... Seht, das passiert schon wieder. Ich bin gewollt, mit Dreieck zu speichern. Ja, ich hab deshalb eine Potion verschwendet. All die Briefe, die du so mühsam gesammelt hast, ja, sind weg. Post hat sie verschlampt. Schafft sie sogar... Nicht nur in Spielen, da schafft sie sogar in Real Life irgendwo. Wenn einfach mal Pakete mal einfach nicht ankommen und so. Ja, das ist glaube ich schon ein Kampfportal. Ja, das ist verschwunden. Glühschneck, Stufe 3.
das ist jetzt passiert. Die Schafe, die können jetzt halt eben die Quote an. Eben, das heißt, es geht die Sturzanzeige ein bisschen schneller. Normal ist sie bei 1, ist sie gerade bei 1,2. Das heißt, sie geht jetzt um 0. Sagen wir mal um. Ja, 0,2% geht so schneller. Ja. So, und die Tick schmeiß ich gerne durch die Gegend. Ist halt auch eine effektive Art und Weise, ihnen Schaden zu fügen, ohne in eine Gefahr zu geraten. So, darf ich das so mal? Danke. Es gibt auch andere Portale. Das ist jetzt ein Kampfportal. Da habt ihr jetzt eine Bedingung für einen Bonusziel. Das wäre jetzt hier für mindestens 3 Angriffe im freien Fluss aus. Und an den Sternenanzahl könnt ihr erkennen, die Schwierigkeitsgrade 1 ist einfach und 5 ist knüppelschwer. Mhm. Und das ist jetzt Stufe 1. Das dementsprechend bekommt man auch Belohnungen. Und die sind teilweise sehr, sehr, sehr wichtig für den anderen dann. So. Um dem das Leben etwas zu erleichtern. Oh, die Bedingung ist so einfach, das schafft jeder. Mhm. Aber dann gibt es auch wiederum Sachen, wo man sich denkt, wie das denn hinkriegen? Zum Beispiel, es gibt auch dann später, wenn man das Spiel durch hat, nämlich auch Geheimportale. Also nein, es gibt auch Geheimportale, es gibt auch noch andere Geheimportale, die halt. Ja. Sagen wir mal so, die Gameportale, die haben noch spezielle Belohnungen. Wir kommen dazu, wenn wir dann soweit sind. Ja. Und ich werde doch nur die einfachen nehmen, wenn ich sie weiß, so, dass ich sie schaffe. Zügellose Einbildung für 3 Angriffe und bla bla und Konfetti-Bonbons. Das war der Bonuspreis. Ja. So, wir haben hier sicher noch ein paar Truhen, die ich ja vorhin noch nicht zusammen konnte. Oder die sehen. Ja, da unten ist eins. Da ist eine. Lange Zeit verweilst du halt jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, es gibt 3 Leisten bei der Sturze und 4. Das wenn weiß ich so nicht gegen mehr. Schwarz gelangt, dann wird es dann langsam kritisch. Und das kann man nicht mehr öffnen. Ist einfach zu. Ja, ist einfach zu. Ja. So. Auch das Haus komme ich nicht mehr rein. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle. Dann untersuche ich mal den Mr. Briefkasten, der meine 10 Briefe verschluckt hat. Ein neuer Weg? Ja, das gab es zum Beispiel im Original. Könnte man sagen, es ist nicht dieser Weg. Dann wollen wir uns den mal ein bisschen näher ansehen. Post Office! Ja, wir sind jetzt bei der Post. Irgendwo hier liegen bestimmt auch deine Briefe. Ja. Und das ist ein Ort, der mich erstmal voll verwirrt hat. Okay, da ist nichts. Wenn man nämlich an die. Wenn man nämlich an alle Truhen will, dann muss man die Gleise, sage ich jetzt einfach mal, an verschiedenen Punkten wechseln. Ja. Danke, Katzin, dass du mir verhinderst, dass ich die Truhen öffnen darf. Ruhig bleiben. Ja, ich weiß, dass ich dorthin muss. Ich will zuerst mal die Truhen einsammeln. So. Eine Posten! Ah, ich komme mit der Mechanik noch nicht so gut klar. Ja, da müssen wir uns halt wirklich dran gewöhnen. Ich will hier hoch. Oben war eine große Truhe! Typisch! Ja. Mechanik! Spring doch einfach an die normalen Wände. Gut, machen wir es auch. Oh, dann machen wir es von hier. Bin wow! Wieso hat der. Ach, seht ihr, sind Probleme. Erstmal da hoch zu kommen. Okay, ich kümmere mich später. Ich muss erstmal von einem höheren Punkt.
Sehr gute Idee. Nimm mir doch mal die Schienen. Es gibt doch eine, die uns gerade dorthin führt. Ne, die ist schon mal nicht, aber die gelbe könnte sein. Ja. Gelbe und dann auf die grüne wechseln. So, jetzt mal hier, weil... Da können wir etwas zerstören. So. Ich hoffe, wir werden nicht allzu oft... Items verschwenden, weil wir einfach an eine andere Steuerung gewöhnt sind. So, umkehren. Okay, die bringt mich. Nicht da hoch, wo wir eigentlich hoch wollten. Die ist da reingefahren, deshalb dachte ich, dass du da lang kommst. Okay, ich krieg das hin. Irgendwann wird der Sturz schon sagen, nope. Nein, aber ich werde das mit Riku auch machen dürfen. Ah, Funke. Auf das habe ich ausgezielt. Das müsste, glaube ich, ein AOE-Angriff sein. Funke. Beschwöre einen Ring aus sich drehenden Lichtkristallen herauf, die Gegner Schaden zufügen. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die nur Sora benutzen kann. Dafür werde ich jetzt mal kurz... Wie kann ich das nochmal wechseln, weil ich möchte den Schwertfall rausnehmen und ich möchte am Funken neben Schlaf. Ja, so kannst du es wechseln. Jetzt. Weil zum Beispiel mit Schlaf schläfe ich die Gegner und mit Funken werde ich sie dann penetrieren und Elektrosturz noch als Abschluss. Sehr gut. So, okay, da waren wir. Wenn nur die Kamera nicht mehr rumdrehen würde, könnte besser einen Überblick haben. Okay, gehen wir mal dort hoch. Wie hoch geht das denn noch? Okay, das okay. ist das höchste. Frage beantwortet. Weil hier ist auch noch eine Truhe. So, und ihr seid gerade die perfekten Opfer, dass ich es euch demonstrieren kann. Ich glaube, ich habe keinen erwischt. Sein. Ja, die sind irgendwie einfach nur da rumgezwirbelt. Hm. Magiewert erhöht. Oh. Man muss immer aufpassen, auf was für ein. Auf was für ein Skill man gerade drauf ist. Ja. Damit man nicht versehentlich eine Potion verwendet. Ach nein, das ist die, die ich geöffnet habe. Und der Ausgang ist nämlich hier. Aha. Mit einem Spiker-Punkt. Also es wird wahrscheinlich auch Zwangspass nochmal so sein, dass wir wahrscheinlich auch wieder leveln müssten, je nachdem. Ja, natürlich werden wir das auch. Aber da werden die Level-Sessions ein bisschen schwieriger, weil wir zwei Charaktere haben. Ja. Und ein neuer Teil von Traverse. Ja, das kennen wir noch gar nicht. Okay, da war nichts. Aber hier ist etwas. Ich will jetzt den nur nicht gerade auf Potion stehen, weil ich das wieder automatisch benutze, wenn ich den Realitätswandel benutzen möchte. Ja, man kennt's ja. Man hat's ja gerade. Ich hab's ja vorhin demonstriert. Oh, grüne Einbildung. Das nicht. Okay, da kommt er wieder nicht hoch, weil da einfach eine unsichtbare Barriere existiert. Gut. Jupp. Ich weiß, dass da hinten in der Gasse etwas ist. Sehr gut, du weißt deine Sachen. Ja. Da oben ist auch noch etwas. Ballon gerade und jetzt eine zügellose Fantasie. Miau! Ach doch, es funktioniert doch ein bisschen. Es macht nur nicht so viel Schaden. Immerhin besser als gar nichts. Ja, genau. Yeah.
Ich möchte vorab sagen, dass ich hier diesen Teil von den Kingdom Hearts Spielen als eher etwas schwächer empfinde. Ja. Aber es gibt Schlimmere. Welche, die überhaupt nicht zur Story beitragen, zum Beispiel die DS-Spiele. Ihr werdet auf jeden Fall auf meinem Kanal nicht zu sehen kriegen. Schon allein, weil du keine Capture-Card hast. Ja. Und die Story nicht vorhanden ist. Ja, bei 385,4 Tage oder wie das Spiel heißt, ich habe schon wieder vergessen. Da hast du ja eigentlich nur Missionen, die du machen kannst. Und bei dem anderen. Recoded? Heißt das, glaube ich? Recoded, ja. Da spielst du halt Kingdom Hearts 1 wieder mal. Zum dritten Mal. So, da nur, wäre... räumst du da dann irgendwelche Bugs auf, so wie ich meiner Review gesehen habe. Mm. Also, Spiele, die braucht man nicht unbedingt spielen für die Story. Ach Mist, das war jetzt scheiße. Kommt nur her, wenn ihr euch traut. Ja. Ja, super, er hat mir Elektrosturz versaut. Ja, das können sie halt, wenn sie einen treffen, wenn man einen Move benutzen möchte aus der Kommandoleiste, kann es passieren, dass dann der Move abgebrochen wird. So, da hat man noch ein Kampfportal, auch in der Stufe 1. Das sollte ich hinkriegen. Wieder drei Link-Angriffe. Ach so, Link-Angriff. Wie konnte man die nochmal? Ach so, das war die. Einer. Ich meine, die Link-Angriffe von den Geistern, egal. Die heißt wahrscheinlich anders. Aua. Oh. Gut, ich wollte sich dann das dann hier knutschen mit euch. Pff. Hier nochmal. Der ist nach da unten geflogen. Ist jetzt da unten irgendwo. Ach Mist, ich wollte auf die Stange drauf. Aber egal, es geht auch so. Passt. Hauptsache besiegt. Den Ort, in dem ich gerade befinde, den müsst ihr auch noch merken, denn dort findet dann auch noch ein schönes Special statt. Eistraumtüte. So, da das kommen wir aber auch erst später. So, dein Sturz ist langsam. Das heißt, er wird mich mal langsam zu einem Speicherpunkt begeben. Das Item habe ich dort gelassen. Konnte ich nur. Böser Junge. Das heißt, also, wenn ich den ersten Speicherpunkt dann anvisiere, dann auf jeden Fall langsam mal wechseln. Wir haben leider noch keine Wecke zur Verfügung. Das zweite Item, mit dem man die Sturzleiste auch noch senken kann, ist, wenn man den wegwumps. Aber dann kriegt man sie vielleicht nur ausschließlich aus einem Minispiel raus. Okay, da ist, glaube ich, nichts mehr. Es tauchen hier nur noch weitere Gegner auf. Hier kann man halt zu Anfang auch leveln auf der Map. Da ist auch noch eine Truhe. Und zack, was haben wir hier? Wir bekommen Schwertwurf. Ja. Auch wieder eine Fähigkeit, die man noch kennt. Eine sehr nützliche Fähigkeit vor allem Dingen. Schmeißt man einfach sozusagen so Schlüsselschwert gegen den Kopf. Oder gegen irgendein Gliedmaß, das sie gerade hinstrecken. Ehrlich, wenn die im Brunnen so blöd rumturnen möchten, dann lasse ich sie halt am Leben. So, hier sollten auch noch ein paar Truhen sein. Ich hoffe, ich erwische ihn noch, weil... wird langsam knapp mit der Sturzanzeige. Ah, da. Dann sind zwei. Okay. Ach nee, eine. Ich habe das fast verwechselt, okay. Ich werde jetzt auch die größtenteils ignorieren. Aha. So, Geland oder was das auch immer darstellen soll, kommt man hier auf den Turm und da oben ist auch noch eine Truhe. Vorausgesetzt, wenn Sora denn mal hochkommt.
mit dem Ballon. Ich glaube, das ist der Zauberballon. Wir haben schon vorher Ballon erhalten. Es gibt einen Ballon zum Spielen, da gibt es auch noch einen Ballon als Kommando. Aua! So, jetzt haben... So, jetzt haben wir Wasserfass erhalten. Und die Sturzanzeige blinkt jetzt auf. Das bedeutet, dass Sora jetzt langsam bald... einschlafen wird. Genau. So. Wow! Never been this way before! Ooh, what's that? Hey, any chance you're Neku's partner? Huh? I'm not really sure. All I know is that my name is Rhyme. You mean, you've lost your memory? Yep. Oh, sorry. It's no big deal. You know what they always say. Sometimes memories just need a little help getting out. Yeah, that's true. Da hat Sora ja Erfahrung mit. A little help. I know. Maybe Neku can jog your memory. Come on, Rhyme. Let's go find him. Right. Und da war eine Truhe. Die hole ich noch. Und da kannst du auch speichern. Ja. Ich weiß nicht, ob auf dem Dach des Gebäudes noch einer war. Aber sieht nicht so aus, nein. Und da hinter dem Gebäude, nein. Ich glaube, das ist Mogli's Shop. Oder irgendeiner von den Mogli's, wahrscheinlich Mogli's Shop. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt hier mal noch kurz speichern und dann übergeben wir das Zepter wieder an Keanu. Dazu geht ihr einfach auf Sturz und dann Charakter wechseln. Auf Ja. Und dann entschwindet Sora, aber vorher gibt's noch... das, was man so geschafft hat während des Sturzes, als Resultat. Gut, und da haben wir jetzt auch Vorteile, die wir wählen können. Angstvorteil. Magievorteil. Oder und Potion. Und ja, und diese Vorteile bekomme ich dann. Und je mehr Punkte wir zahlen, desto stärker wird der Vorteil. Und für die höhere Stufe, die kosten auch mehr. Also ich überlasse es gerne, die entscheiden, was er gerne haben möchte. Ich hätte gern halt den Angriffsvorteil, Sturz 2. Gut. Und das Rest, was übrig bleibt, wird in Taler umgewandelt. Jetzt hat er einen verbesserten Angriff und ich lege mein Zepter ab. Ups. Kannst du kurz Pause drücken? Okay. Weil das ist besser, wenn wir das auf Pause machen. Okay. So, Schöpfe, Controller zurücknehmen und fortfahren. What happened? Did I fall asleep? Where are Joshua and B? Hey, do you mind? Huh? Dann helfen wir der Gut noch erstmal. Wo sind sie? Ich war noch gerade ein... Hä? Hä? Jetzt... wo sind die? Jetzt einfach abhauen. Könntest du mir mal bitte helfen, während ich hier abhaue? Danke. Einfach nur die ablenken. Zack, so. So, ich kann ja halt jetzt auch Gruppe ändern. Ich kann nur zwei Viecher haben. Wow, wo ist die Schnecke? Die ist da. Da. Und was nehme ich noch als anderes? Sagen die Geister, die bestimmt derjenige, der den Charakter steuert selbst. Also ich könnte ein paar Vorschläge teilen, aber... Ich bleib mal hier bei den HP und Attack-Dingens da. Du kannst noch einen dritten mitnehmen, der wäre einfach auf Reserve. Ah. Doch nicht mehr? Das war ausgegraut, das Ding. Moment. Gruppe ändern? Oder kann ich aus den ausgegrauten... doch noch was drauflegen? Ich kann auf den Ausgegrauten auch. Das Ausgegraute ist einfach nur das Teammitglied, das hat nicht kämpft. Ah, so, okay, Gott. Ich bleib mal mit bei der Kombination. Gut. So, Kommandodeck, was kann ich denn hier?
Ich erstmal dabei bleiben. Was haben wir denn sonst? Ich habe übrigens jetzt auch den Schwertwurf bekommen und Ballon haben wir. Ein Ring aus Ballons erscheint, die bei Kontakt zerplatzen, Gegner in die Luft schleudern und sie betäuben. Aus neuer Angriff. Ich will allerdings erstmal Schlaf. Ich bleib mal bei Schutzattacke, Schwertwurf. Ja, ich bleib erstmal so. Mal gucken, was sie mir das bringt. So, das ist wieder das Freundesding gewesen. Aus dem Freundesportal kriegt man eben fast keine Sturzpunkte raus. Oh, danke, Shareplay. Es wird dann langsam auch ein paar beenden müssen. Aha, jetzt will ich aber erstmal noch hier kurz. Huch, Alter, hat der mich jetzt erschreckt. Dachte es einfach nur, da bin ich. So gut, dann beenden wir an der Stelle mal kurz. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder, das war Chaos Sonic X und dachte und Keanu. Mit Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.